was ich echt. Das ist jetzt nicht so meins, aber ich denke, wenn das auf einen tollen lila Hintergrund ist und dann ein ganz einfacher Schriftzug, ist das eine ultraschöne Karte oder eine ganz tolle Seite in einem Foto- oder Mini-Album. So schön. Baumwolle. Dann dieser hier. Und wieder so schön aufeinander ab, also abgestimmt. Sehr, sehr toll. Na, okay, hier ist ein bisschen rosa, orange und rot, aber irgendwo harmoniert es doch miteinander. So, dann kommt dieser und zum Schluss kommt natürlich das Beste. Und dann gibt es neue kleine Blöcke. Aber ich habe jetzt schon wieder, weil Facebook ist ja unser allerliebster Freund, es gibt neue Sticker. Und mir fällt gerade ein, ich habe noch irgendwo etwas liegen. Und zwar gibt es so tolle Transferfolien. Für in verschiedenen Farben. Die habe ich. Wo habe ich denn die liegen? Die für 74 Cent. Anker. Das ist jetzt auch nicht so meins, dieses gelb-rosane. Habe ich ja schon mal erwähnt. Aber da findet, das passt jetzt wieder zu diesen kleinen Blöcken sehr gut. So. Und das ist erst doch mal. Wird wieder ein etwas längeres Video. So, und der ist doch mal wunderschön. Zwar wieder sehr dunkel, aber ich denke, für Männer oder für Leute, die auf dieses Gothic, Vintage, ne, draufstehen, für die ist das natürlich wunderbar. Also sehr, sehr schön. So, dann machen wir die zwei allerschönsten wieder zum Schluss. Oder gibt es hier Zahlen? Mal gucken, ich habe zwei nämlich doppelt gekauft. Einmal nein, ohne Zahlen. Weil meistens sind es ja die Zahlen. 50 Blatt sind drin. Also wieder nicht. Oh, die Federn. Nicht zu übertrieben bunt. Einmal dieser. Einmal dieser. Das ist ja cool, der ist so ein bisschen umrandet. Schaut mal. Das ist echt dieser eine. Ich weiß nicht, wo ich es hingelegt habe. Wie gesagt, es waren zwei Einkäufe. Eins dazwischen. Nein. Dann dieser hier. Natürlich dann der Kontrast, ne? Zu dezent, zu etwas knalliger. Das ist schön. Das ist auch toll. Das kann man sich, wenn man will, auch zurechtschneiden. Kann man aber so gesehen, weil es sieht ja aus wie Washi, so mit Washi selber machen. Oder mit Papierstreifen, wenn man die als Raster hat. Das ist auch toll. Und dieses noch. Dann dieses. Langsam verlässt mich meine Stimme schon wieder. Die war halt schon mal fast ganz weg. So, ich glaube, ich muss das Video eh gleich zusammenfügen. Und einmal dieses. So, dann kommt einmal der. Der ist so reisetechnisch, der ist super toll. Der durfte zweimal mit und den nächsten, den ich euch zeige, der durfte auch zweimal mit. Ach ja, Papier ist immer ja, grauenvoll. 87 Cent haben die gekostet. Ist der nicht schön? Viele finden den Block ja vom Teddy sehr toll, diesen großen für 2 Euro. Also diesen A5.
Ist nicht so meins, aber wenn ich das jetzt hier sehe, ist das echt nicht schlecht. Nur bei den TD-Block hat mich, das ist auch nicht ganz so meins. Also es ist schon... Aber das kann man auch selber machen, wohl vom Papier her. Aber wenn man die Zeit nicht hat. Ja. Ihr Lieben, ich habe noch dieses, es gibt so ein Transferfolienpapier. Kostet, ich glaube, 74 Cent. Gibt es 4 verschiedene Packungen. Habe ich auch irgendwo hingelegt. Ich guck mal schnell. Vielleicht bin ich gleich nochmal da.